Wir hatten eine sehr lange und intensive Debatte über die Sterbebegleitung, Sterbehilfe, über die Fragen des assistierten Suizids. Und ich begrüße es sehr, dass wir gestern im Bundestag einen eindeutigen Beschluss gefasst haben, nämlich den, dass die geschäftsmäßige Beihilfe zum assistierten Suizid unter Strafe gestellt wird. Dabei geht es ausschließlich um die Vereine und Einzelpersonen, die mit der Absicht der Selbsttötung geschäftsmäßig, das heißt auf Wiederholung angelegt, den assistierten Suizid fördern. Aber hinter dieser Debatte steckt ja viel mehr. Da ging es ja in den letzten Jahren in vielen Veranstaltungen auch immer darum, wie wir leben, wie wir sterben, wie Menschen für uns sorgen können. Und ich war sehr berührt von vielen, vielen Diskussionen und Veranstaltungen mit den Hospizvereinen, mit Palliativmedizinern, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben. Denn diese eine rechtliche Änderung, die der Bundestag jetzt beschlossen hat, die bezieht sich allein auf die geschäftsmäßige Betreibung des assistierten Suizids. Aber genauso wichtig und eigentlich fast noch wichtiger ist, dass wir die Hospiz- und Palliativmedizin ausbauen. Denn wenn Menschen sagen, in einer Situation von Leid und Not, ich will sterben, dann erfordert das zuerst mal Zeit und dann erfordert es auch nachzufragen, warum. Und oft gibt es eben viele gute Möglichkeiten der Palliativmedizin. Oft geht es darum, jemandem die Hand zu halten, jemand beim Sterben zu helfen, nicht zum Sterben. Und ich glaube, daran müssen wir noch weiterarbeiten. Das wird auch weiter in den nächsten Jahren ein großes Thema sein.